Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 von Factorio. Ja, letztes Mal haben wir hier mal durchgeguckt, wo wir was machen können. Und irgendwie läuft der Kreislauf nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen. Jetzt bin ich hier am Überlegen, was hier läuft auf dem Band. Das geht hier durch, ne? Bis da unten hin, kommt hier auch rum. Vielleicht sollten wir hier was abnehmen und aufbauen wieder. Dafür müssten wir zwei Roboter haben. So, und die will ich dann mal gucken. Wenn ich den da einstelle und den da einstelle. Das müsste ja gehen, ne? Und den zweiten... Dahin. Das will er nicht, oder was? Ah, ich bin zu weit weg wahrscheinlich, aber... Da müssen wir auch nochmal weglegen. Wir müssen nämlich dann erst eine Kiste da hinstellen. Weil sonst haben wir ein Problem, denke ich mal. Kann ich die da reintun? Ne, kann ich nicht. Das kann nur ein Roboter, oder wie sehe ich das? So, jetzt packt er da rein, aber er kann das da nicht rüberpacken. Super. Aber ist vielleicht auch nicht verkehrt. Es geht manches durch. Vielleicht wird es dann hier weniger und dann geht es da weiter. Wollen wir mal hoffen, ne? Dann rutscht das Kupfer vielleicht ab und zu mal vielleicht durch. Ja, da ist jetzt eins durchgelaufen, zwei durchgelaufen. Vielleicht sind die Chancen dann auch gegeben, dass das Kupfer rumkommt. So, mal aufpassen, wie weit es läuft. Gut, das ist dann also schon ein Schritt besser. Das Kupfer läuft jetzt auch rum. Na, guck mal, da ist auch was anderes schon in der Reihe. Kohle oder was es auch immer ist und ein Draht. Der läuft jetzt auch darum. Gut. Sieht besser aus, oder? Okay, das geht auf die erste Spur dann. Und die erste Spur läuft rum. Funktioniert also. Die zweite Spur, da passiert gar nichts. Naja, ist halt so. Wie weit ist das Kupfer durch? Da unten ist es schon. Und wer nimmt das an? Na, läuft durch, ne? Braucht keiner, oder was? Aber da kommen rote Flaschen. Die waren doch vorher... Ach ne, wir brauchen ja grüne Flaschen, ne? Knickarmroboter und Zahnräder. Kupferdraht. Förderbänder. Warte mal. Das wird gebraucht und das wird hergestellt. Kupferdraht. Kommt jetzt aber auch nicht wirklich rum, oder ist das hier Kupferdraht? Ich weiß nicht. Doch, ist auch da. Wird aber nicht abgenommen. Ja, Kupferdraht ist auch dran, also was uns fehlt, sind Eisenplatten, oder wie sehe ich das? Okay, ich pack die jetzt mal rein. Ist nur blöd, ne? Eigentlich sollten die da auch vorbeikommen. Wo hängen die Eisenplatten denn dann rum? Da geht's nicht weiter. Super, ne? Ich glaube, wir müssen den andersrum gestalten. Vielleicht geht's dann. Ah, das war der falsche, das ist der richtige. Jetzt packt er was aus. Ist nur die Frage, ob dann da irgendwann auch mal nicht Kupfer rauskommt, sondern dann Eisen rauskommt, ne? Holzkiste da. Ja, jetzt gehen die Eisenplatten auch raus. Jetzt müssen wir nur gucken, ob er auch das Richtige annimmt. Okay, das läuft jetzt wohl. Da sind auch Eisenplatten benötigt. Aber der nimmt keine Eisenplatten hier an, warum nicht? Ist das ein doofer Roboter? Die können nur aus dem hinteren Bereich nehmen, oder wer will mir was jetzt erzählen hier?
Ja, Schicksal, dann packen wir das jetzt so rein. Und ja, wo bleiben die grünen Teile? Die werden hier aussortiert. Da oben ist eins. Okay, der Kupferstau ist weg. Jetzt haben wir da Eisenerzstau oder was das auch immer ist. Schwierig, schwierig, ne? Ja, wäre schön, wenn auch wieder Elektroteile rausgelegt werden. Das passiert aber leider nicht. Warte mal, der nimmt auch vom linken Band. Nee, wo ist er? Da sind wir. Immer weg hier. Gucken wir uns mal an, was so passiert, wenn wir das laufen lassen. So, die packen noch weiter aus. Und einer packt jetzt ein. Aber es gehen jetzt Teile auch durch dann. Da oben ist ein großer Stau, aber es geht noch rum. Hier wird aber nichts hingelegt mehr. Ja, hier staut sich's wieder. Weil er nicht da richtig ablegt, oder wie? Doch, der nimmt innen weg. Da ist noch was drunter. Da auch. Da ist nichts mehr drunter. Kann der auch weg. Da ist noch was, aber auch nicht mehr viel. Der ist schon weg. Der kann nicht wegschieben, deswegen dreht er sich auch nicht. Okay. Da ist, glaube ich, ein Förderband sogar produziert, ne? Aber das passiert ja hier. Da fehlt es aber an Zahnrädern in dem Sinne. Die liegen hier aber auch. Oder fahren da vorbei. Ach so, warte mal. Ach so, der nimmt's, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir hier einen Stau auf der inneren Linie. Da müssen wir auch noch was tun. Können wir denn irgendwas bauen, was es besser verteilt irgendwie? Tillerfließband. Teilt ankommende Gegenstände im Verhältnis 1 zu 1 auf. Maximal 180, okay. Ich produziere da mal ein. Ach, ich weiß, was das ist. Ja, den haben wir jetzt gleich. Das heißt, ja, der wird so gemacht und dann werden zwei Fließbänder bedient, ne? Bringt uns das was? Das ist die Frage. Wenn ich den da hinbaue, und diese Fließbänder jetzt mal da dran baue. Ach so. Warum geht das nicht? Ach, ich stehe wahrscheinlich wieder zu weit weg oder sowas, ne? Ne, doch nicht. Doch, stand ich wohl. Kann ich das noch nicht so richtig erkennen, was er da macht, ne? Der schiebt den dann dahin.
Die Frage, ob es das gebracht hat, ne? Es muss so und so, aber eigentlich nicht so. Wie kriege ich das jetzt hin, dass es da hochgeht? Ah, so, jetzt hat's funktioniert. Dann kommt das dazu, das darüber. So, jetzt rückt das vor. Hier kommt aber nichts mehr. Ach, wir haben das da abgebaut, glaube ich, ne? Ja. Bringt mir das jetzt irgendwie was? Nee, glaube nicht, oder? Schwierig. Ja, da nimmt einer wieder nicht ab. Deswegen funktioniert es hier auch wieder nicht. Hier entsteht dann der Rückstau. Und da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Hier fehlen die Elektroteile. Hier fehlt das Kupferkabel. Hier fehlen die ganzen Roboter. Das läuft, weil wir da gerade eben waren. Hier fehlen Zahnräder. Ja, das müssen wir alles anders bauen. Hat alle keinen Sinn. Ist die Frage, was hier passiert. Sieht auch nicht gut aus, ne? Ja, die Eisenplatten rutschen jetzt durch. Werden auch weitergebracht. Ja. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal den Kreislauf hier irgendwie nochmal neu gestalten. Das funktioniert so nicht. Wir müssen da vorbeigehen, wahrscheinlich da lang, da lang. Aber das gestaltet sich echt schwierig. Hier, das läuft ja richtig da oben. Aber hier, die Kohle müsste dann da auch noch vorbeikommen. Warte, wir fahren hier rein, darum, 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 da vorbei, da runter. Oh, könnte natürlich auch gehen, wenn der große Kreislauf dann ist. Ja. Also so, so. So. Ah, das geht nicht, weil ich nicht nah genug dran stehe. So. 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 Wo bin ich jetzt? Stehe wieder nah genug dran. So. So, so. Wieder nicht nah genug dran. Okay, das ist falsch. Ah, die Bänder sind natürlich jetzt auch falsch. Und das kommt von da. Ich bin zu weit weg. So, kommt von da, rennt nach da, soll dann da hochrennen.
Nicht wieder. Nein, ich bin nah genug dran. Ah. So, jetzt läuft es. So rum, so rum, so rum, so rum. Jetzt muss es nach da laufen. Stopp. Doch, das ist schon richtig. Wo bin ich da? Dann würde ich sagen, da so hoch. Oh, jetzt wird schwierig, ne? So, jetzt läuft es da lang. Genau. Und dann müssen wir hier weitermachen. Und dann läuft es hier hoch. Wieder die falsche Taste erwischt. Da müssen wir näher ran wieder. So lang. So, dann läuft's da lang. Und dann läuft's da drauf zu. So, ich glaube, jetzt haben wir den Kreis hingekriegt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Es ist nur hier keine Abnahme. Ja, okay. Ich sag mal, wir gucken beim nächsten Mal nach, wie sich das jetzt entwickelt, ob das richtig ist oder falsch ist. Müssen wir dann gucken. Fürs Erste soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.